Vielleicht hat es Einzelne, die nicht froh sind, ich weiß es nicht. Aber also der grösste Teil ist sicher dafür, dass das Hotel kommt. Langjährige Gäste vielleicht das Gefühl, sie werden nachher überlaufen. Das glaube ich noch lange nicht. Wir waren jetzt ein bisschen tief unten, weil wir halt keinen Betrieb mehr offen hatten, kein Hotel, nichts. Und jetzt hoffen wir, dass dank dem Investor, dass da die Church wieder aufwärts geht. Das ist meine Hoffnung, dass wir wieder dran herkommen in 70er Jahren. Ein Aufschwung von dieser Zeit? Ja. Oder wie? Ich sehe das eigentlich sehr positiv. Also ich hoffe auch, dass mit der Bergbahn und alles, dass im Dorf wirklich ein bisschen Aufschwung gibt. Dass das Leben weitergeht, dass der Tourismus weitergeht. Und wir Jungen, die immer dran sind, um etwas zu machen, dass auch das geschätzt wird und weitergeht. Dass es wieder ein bisschen mehr Leben auf die Schiertchen kommt und vielleicht auch wieder mal ein bisschen mehr Sommertourismus. Ich glaube eigentlich schon, dass alles realisiert wird. Ja, es klingt alles wirklich sehr gut. Und ich hoffe auch, dass es kommt. Ich hoffe mir auch, dass die Einheimischen das als Chance sehen, alle. Und dass das wirklich etwas sehr Positives ist. Ja. Die Änderung hätte jetzt müssen kommen. Trotzdem, ich auch jetzt da nicht mehr dazu. Auch nicht tun und sagen haben, aber ich mag mir schon gewonnen. Also eigentlich eine reine Freude auf das, was kommt. Tipptopp. Es gibt einen Aufschwung, das ist klar.